So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Menschen. Ich hoffe, ihr hört mich soweit. Ist gut. Wir machen jetzt endlich mal wieder mit Octopath Traveler weiter. Ja, die letzten Tage waren irgendwie so, beziehungsweise Wochen, dass ich einfach lange arbeiten war und danach irgendwie keinen Bock hatte auf Octopath Traveler. Besonders nicht so spät anzufangen, aber jetzt dachte ich mir, ja gut, kann da noch 2, 3 Stunden sicher streamen. Denke, ich werde das so lange machen, bis wir 20 Uhr haben oder so. Ich weiß nicht. Und ja. Jetzt wollte ich eigentlich so viel sagen und dann fallen mir die Worte nicht ein. Geil. Ja, auf jeden Fall kam dann noch Kingdom Hearts dazwischen, weshalb jetzt eine Pause gab bei Octopath Traveler. Das habe ich ja Ende des letzten Monats, nicht letzten Monats. Wir haben schon Februar, krass. Habe ich am Ende Dezember angefangen zu streamen und da eigentlich regelmäßig gemacht, ein paar Folgen, mehr oder weniger. Und dann war wieder eine Monopause irgendwie. Ja, das ist so eine Sache. Ich will einfach so ein Octopath Traveler Stream eher früh anfangen und das länger machen. Deshalb hatte ich irgendwie in letzter Zeit nicht die Motivation, das zu spielen und da kam das etwas eher im Hintergrund. Aber wir möchten jetzt dann doch weitermachen und schauen wir dann mal, was wir heute alles erreichen werden. Ich müsste das Spiel jetzt öffnen, damit man Musik hört. Weil wenn ich das offen habe, dann kann ich halt da nichts mehr machen. Also übers Internet oder so. Ich muss das halt wieder mit der Maus, mit der Tastatur umstellen, so. Und ja. Die Ruhe vor dem Sturm. Aber machen wir jetzt mal. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich höre das gerade extrem. Aber da habe ich meinen Kopfhörer zu hochgestellt. Ja, wollen wir mal weitermachen. Ich hoffe, für die Leute, die sich das gerne anschauen, können mir verzeihen, dass ich jetzt lange nichts mehr gemacht habe. Ich weiß, wir sind dabei Elfen stehen geblieben. Ja, ich wollte das eigentlich alles in einem Stream machen, damit wir da unsere ganzen Team-Member dazu holen. Wenn uns fehlen jetzt noch 4, glaube ich. Ja, wir haben die Hälfte jetzt erstmal. Ich wollte das eigentlich alles in einem Stream machen und das habe ich irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, die letzte. Dass ich mir da so viel Zeit nehme und das halt machen. Deswegen werde ich das jetzt einfach machen, dass wir jetzt uns erstmal Elfen holen. So heißt, glaube ich, der Apotheker, der unser nächster Teammitglied wird. Und ja, dann fehlen uns noch 3 Leute. Das Ding ist halt, ich habe wirklich nur am Wochenende Zeit, dass ich da früh anfange zu streamen und auch lange durchziehen könnte. Nur habe ich die letzten Wochen nicht wirklich dazu, dass ich das am Wochenende mache. Gut, reden wir mit Elfen. Ich glaube, mit den anderen haben wir schon alles gemacht. Und sehen wir mal, was seine Story mit sich bringt. Dev. Nina, haltet ja durch für mich. Ich hoffe, ich habe das im Titel richtig geschrieben. Aber schon Elfen. Das ist schon. Ich lasse nicht zu, dass das Gift euch besiegt. Sein Name ist Elfen und er ist Apotheker. Er hat sein ganzes Leben in dem idyllischen Dorf Klarach verbracht, wo er sich als junger Apotheker um die Bewohner kümmert. Er bemüht sich jedoch nicht allein.
Seth, sein bester Freund aus Kindergarten, arbeitet mit ihm zusammen. Als Seths kleiner Schwester aber von einer tödlichen Viper gebissen wird, ist es an Elfen, ein Gegenmittel herzustellen, bevor das Gift sie umbringt, und darum bricht er auf zur Höhle von Rio, wo er gegen die schreckliche Bestie kämpfen muss. Auf diesem Weg braucht er fürsorgliche Verbündete. Elfen mitnehmen. Ja. Untätige Gruppenmitglieder. Ja, wie mache ich das jetzt? Wen hau ich raus? Also, Service kann ich eh nicht rauswerfen, weil wir mit ihm ja die Hauptstory machen. Das Ding ist, ich weiß ungefähr noch, welche Wege Aktionen die haben. Oder wie die heißen. Sind eigentlich ziemlich praktisch. Ulbrich ist halt so, der richtig Damage raushaut. Weil mit Tresa können wir halt auch Dinge. Ja, aber dafür, dass wir Tresa rauswerfen. Na, Tresa. Oder Moment, mit dir können wir eigentlich Geld einsammeln. Das ist eigentlich auch wichtig. Primrose haben wir gerade erst bekommen, deshalb finde ich es blöd, wenn wir sie jetzt wieder rauswerfen. Es wäre jetzt irgendwie auch dumm, Elvin einfach da nicht in die Gruppe zu tun, weil der ja neu ist und wir ja sehen möchten, was der so kann. Ja, sonst muss ich immer rumwechseln. Ja, schauen wir mal, wie es ohne Olberic sein wird. Ja, machen wir das so. Unser Ruf hat sich verbessert. Schön. Ein alter Mann liegt da im Sterben, wie es aussieht. Grandpa, be strong. Ach schön, wenn das synchronisiert wird, muss ich das nicht machen. You betcha. Just sit tight. Was hat Elvin für eine Stimme? Ich hätte ihm ja anders vorgestellt, die Stimme von Elvin. Bam! That should do her. Drink it down slowly now. Ey, ich find's jetzt nicht schlecht, so war das jetzt nicht gemeint. Ich find's cool, aber irgendwie weiß ich nicht. Etwas unpassend für Elvin. Denke ich mal. Also ich hätte mir für seinen Charakter und Typ etwas anders vorgestellt, die Stimme. Als Apotheker, aber gut. Es ist auch nicht schlecht. Thank you, my boy. Don't mention it. Just doing my job. So geht das. This will stop the coughing for now, but your lungs have seen better days. Try to give the pipe a rest, sir. Here. Oh, Elfin, thank you ever so much. Das habe ich gar nicht überprüft, ob man meine Stimme hört, aber ich glaube schon. So, müsste mit aufgenommen werden. Wäre jetzt blöd, wenn nicht. Moment mal, ich überprüfe das jetzt schnell. Nicht, dass ich hier jetzt umsonst rede. Aber das dürfte schon so passen, ja. Wird man schon so angetagt. Dann dürfte das passen. How blessed we are to have an apothecary like you in our little village. It's not much, but please. Nah, it's on the house. Why don't y'all hold on to that and buy something tasty for you and your grandpa? Elvin scheint ein netter Kerl zu sein. I'll be back to check in on him, okay? Hey.
Okay, es vibriert. Wieder die schöne Musik. Zu dieser Zeit stecken Medizin und Heilkunst noch in den Kinderschuhen. Um sich gegen grassierende Krankheiten und Leiden zu wappnen, verlassen sich die Menschen ganz auf Salben und Tinkturen der Apotheker. Mama. Did you see me, Ma? I whipped up an anti-tussive elixir like you wouldn't believe. Can't believe it's been a year already. Ja, schon. Am I any closer to being the man I want to be? The man he was. Seine Mutter ist schon seit einem Jahr tot, wie es aussieht. Und ich habe jetzt wieder schön reingeredet. Naja. Das passiert nun mal, wenn die ununterbrochen einfach reden, während ich auch was sagen möchte. Elf, ich hab dich schon überall gesucht. Hey, Seth, done for the day? Yes, only two patients today. Having you around sure eases the burden. If only I could convince you to quit giving out discounts. Wenn das ganze Gerede vorbei ist, gibt es da noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Oh, come on. The poor gal has enough trouble looking after old Alec. I can't very well take what little she has. Alec? Okay. So ist der alte Mann, der gehustet hat. I'm just teasing. You know that's what I like about you. If the villagers are healthy and happy, that's more than good enough for me. Couldn't have said it better myself. We may be new to this, but between the two of us, this village is in good hands. Sure is. Plagues, epidemics, bring your worst. I'm counting on you, Alf. We all are. Who'd have thought that little troublemaker would turn out to be a top-notch apothecary, huh? We can't all be born with a silver pestle in hand, Master Zeph. Your mother would be proud. Maybe. Anyway, I should be getting back to Nina. Yeah, beat it. Head on home, big brother. Hey, Alfin. We've been friends ever since we were small, right? Hm. Viel Geräte. Ich denke, das wird sich ziemlich aufteilen. Sind wir sehr ausgerechnet, also dass wir da einfach mal stille Momente haben, wo wir einfach nur das Spiel reden lassen und dann wir wieder etwas mehr reden und tun. Ich denke, das ist okay so. Für ein Storygame. Kenn dich besser als jeder andere, sei also ehrlich zu mir. You're keeping something from me, aren't you? I'm right, aren't I? Alf, the truth is. Ja, also ich rede jetzt, ich lese jetzt nur das den Text vor, den ich überredet habe. Okay, das klingt komisch, ich meine reingeredet habe, während die das sprechen. Oder eben bei Texten, wo die halt gar nichts sagen. Master Zeph! Master Zeph, you must come quickly! It's your sister! Ja, also, wenn die schon die Arbeit machen, das alles zu sprechen. Den Text. These look like bite marks.
Finde ich dann etwas unnötig, wenn ich das nochmal wiederhole. Auch wenn die das auf Englisch tun und ich eben einfach ein deutscher Streamer bin. Aber man hat ja den Text. Das ist ja sozusagen die Übersetzung. Alfin, could you take a look as well? Ja, da gibt's doch keine deutsche Sprachausgabe. Aber mit dem Text ist alles. You got it, buddy. Okay, dann wieder. Das ist Nina. She's fallen into a deep trance. This is worse than we thought. Vermute ich mal. So, ja. Indeed. Ich passe jetzt nicht so gut auf, aber ich glaube, die haben das jetzt nicht so ganz genau angesprochen, aber sie wollten zu Nina. Müsste Nina sein. Nina's the only family I have. If I lost her, I'd... Wish she could tell us what happened. It's safe to assume she was bitten by something poisonous. But what? Without knowing the nature of the poison. Yeah, the wrong medicine could make things worse, and quick. Damn it all! What foul beast did this to my Nina? Let me ask around. Maybe someone saw something. Ich meine, sollten wir jetzt tatsächlich zu große Schwierigkeiten bei gewissen Gegner haben, jetzt in nächster Zeit, dann denke ich jederzeit Gruppenmitglieder wechseln und uns dann wieder Olberg rein. Bis dahin schauen wir mal, ob wir mit denen jetzt ganz gut klarkommen. Ich meine, mit Olbergs Bossfight hatten wir, glaube ich, irgendwie schlechte Erfahrung mit ihm gemacht, weil Olberich da irgendwie zu oft gestorben ist. Oder eigentlich von den Werten und so eigentlich ziemlich krass ist. Und Damage raushaut. Mega-Aktionen, ach ja, so hießen die. Nutzt die einzigartigen Aktionen jedes Charakters, um alle Hindernisse zu überwinden. Versucht vorher einen Stadtbewohner Exit. Elfin kann sich erkundigen und so alle möglichen Informationen erhalten. Okay, dann ist das so ähnlich wie das Studium von Service. Nur, dass wir halt da allgemeine Informationen wieder eben mitbekommen. Das ist ja fast noch besser. Okay. Wenn wir nur von der kleinen Mädchen da irgendwie Informationen erhalten, oder was? Informationen erhalten, Ninas Geheimnis, und ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Wahrscheinlich für das erste Reaktion. Elfen. Ach, Lili. Eine Jugendfreundin von Nina, die man auch für ihre Schwester halten konnte. Auf ihren Geheimabenteuer in die gefährliche Wildnis außerhalb des Dorfes übernimmt die doch ihr eigensinnigere eigensinnigere Nina, meiste Frau. Ja, Deutsch war noch nie so meine Stärke. Okay. Come on now. Ah, jetzt passiert wieder was. Die Bissspuren an Ninas Bein. Bist du sicher, dass du nicht weißt, woher sie die sind? Woher sie die hat? Ja, dass er schon richtig vorlesen kann. Ich möchte deiner Freundin helfen, aber ich bin Apotheker und kein Wunderheiler. Wenn ich nicht weiß, was sie gebissen hat, bin ich machtlos. Oh? Und du möchtest ihr doch auch helfen, oder? Also sag es mir doch einfach, bitte. Ich
find's wirklich schön, dass die da einfach mal den Satz anfangen und dann nicht fertig werden. Nina wollte ein paar Wasserblumen für ihre Bruder pflücken. Für ihren Bruder pflücken. Ich hatte Bedenken, ging aber trotzdem mit ihr zur Hölle. Zur Höhle meine ich. Hölle ist wieder was anderes. Zur Höhle. Und dann kam diese grässliche Schlange aus den Sträuchern und die weiblichen Stimmen kann ich nicht wirklich gut machen. Was für eine Schlange? War sie schwarz? Jetzt sag bitte nicht, dass sie golden war und Flecken auf den Rücken hatte. Möge die Flamme mich holen, ein gefleckter Viper. Es tut mir leid, ich weiß, dass wir nicht dorthin gehen sollen. Aber Nina wollte, dass es eine Überraschung wird, daher bat sie mich, nichts zu verraten und... Danke, Lily. Du hast mir alles gesagt, was ich wissen muss. Es war sehr tapfer von dir, Nina hierher zurückzubringen. Mach dir um die unheimliche Schlange keine Gedanken mehr, ja? Nina. Gute Kötter, eine gefleckte Viper. Ein wirklich üble Bestie, das ist nicht gut. Es ist eine